1968 fühlte sich Dr. Robert Hohmann Kwok nach einem Essen in einem chinesischen Restaurant unwohl. Er schrieb einen Brief an eine angesehene medizinische Fachzeitschrift. Darin schilderte er die Symptome und meinte, ob seine Krankheit durch den Verzehr von Mononatriumglutamat, kurz MNG, käme. Kwoks Assoziation zwischen seinen Kopfschmerzen und diesem Würzmittel war jedoch nur eine Vermutung. Doch sein Brief sollte die Haltung der Welt zu MNG dramatisch verändern und die nächsten 40 Jahre lang für Panik, voreingenommene Forschung und reißerische Berichterstattung sorgen. Aber worum handelt es sich bei diesem geheimnisvollen Stoff? Wo kommt er her? Und ist er wirklich schlecht für den Körper? MNG ist eine Mischung aus zwei gängigen Substanzen. Natrium, ein essentieller Teil unserer Ernährung, und Glutamat, eine Aminosäure, die sich in vielen Pflanzen- und Tierproteinen findet. Glutamat spielt eine Schlüsselrolle für Verdauung, Muskelfunktion und das Immunsystem. Zur Zeit von Dr. Kwoks Brief war es schon als wichtiger Neurotransmitter bekannt. Unser Körper produziert genügend Glutamat für all diese Prozesse und das Molekül ist auch in unserer Nahrung enthalten. Das charakteristische würzige Aroma schmeckt man in Lebensmitteln wie Pilzen, Käse, Tomaten und Brühe. Die Suche nach intensivem Geschmack führte zur Entdeckung von MNG im Jahr 1908. Der japanische Chemiker Dr. Ikeda Kikunei versuchte, das Molekül zu isolieren, das für den Geschmack verantwortlich ist, den er Umami nannte. Das heißt nichts anderes als angenehmer Geschmack. Heute kennt man Umami in der Lebensmittelwissenschaft als einen der fünf Geschmackssinne. Jeder Grundgeschmack wird durch einzigartige molekulare Mechanismen erzeugt, die sich nicht durch die Kombination anderer bekannter Geschmacksrichtungen ersetzen lassen. Bei Umami werden diese Mechanismen durch bestimmte gekochte oder fermentierte Lebensmittel ausgelöst. Dabei werden Proteine aufgespalten und Aminosäuren wie Glutamat freigesetzt. Ikeda fand jedoch eine Abkürzung, um diese chemische Reaktion zu erzeugen. Er isolierte große Mengen Glutamat aus einer Nudelsuppe und kombinierte sie mit einem anderen Geschmacksverstärker, dem Natrium. Damit schuf er ein Würzmittel, das den Umami-Gehalt eines jeden Gerichts sofort erhöhte. Das Ergebnis war ein riesiger Erfolg. In den 1930er Jahren fand man MNG in den meisten asiatischen Küchen und Mitte des 20. Jahrhunderts in der kommerziellen Lebensmittelproduktion weltweit. Als Dr. Kwoks Brief veröffentlicht wurde, gab es daher einen großen Aufschrei. Wissenschaftler und Bürger forderten Untersuchungen über den populären Stoff. Das war nicht ganz unberechtigt. Die Substanz war nie auf Giftigkeit getestet worden und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit waren mehr oder weniger unbekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass viele nicht auf einen Mangel an Lebensmittelvorschriften reagierten, sondern auf den Titel des Briefs, das China-Restaurant-Syndrom. Obwohl MNG überall verwendet wurde, hatten viele Amerikaner schon lange Vorurteile gegenüber asiatischen Essgewohnheiten und nannten sie exotisch oder gefährlich. Diese Vorurteile schürten eine rassistisch geprägte Berichterstattung, die Ängste schürte, dass Essen in chinesischen Restaurants könne krank machen. Dieser voreingenommenen Presse fielen auch Studien über MNG und Umami zum Opfer. Deren Ergebnisse waren weit weniger schlüssig, als es die Schlagzeilen vermuten ließen. Eine Studie von 1969 ergab, dass Injektionen von MNG bei Mäusen schwere Schäden an der Netzhaut und am Gehirn verursachten. Einige Zeitungen schrieben dann vorschnell, dass der Verzehr von MNG Hirnschäden verursachen könnte. Anderen Studien zufolge führe ein Glutamatüberschuss zu Krankheiten wie Alzheimer. Später stellte sich aber heraus, dass diese durch ein inneres Glutamatungleichgewicht verursacht werden, ganz unabhängig von MNG im Essen. Diese Schlagzeilen stammten nicht nur von voreingenommenen Reportern. In den späten 60er und frühen 70er Jahren hielten viele Ärzte das China-Restaurant-Syndrom für ein reales Leiden. Glücklicherweise betrachten Wissenschaftler, die MNG erforschen, den Stoff nicht mehr auf diskriminierende Weise. Neueste Studien haben ergeben, dass Glutamat eine wichtige Rolle in unserem Stoffwechsel spielt. Einige Forscher halten MNG sogar für eine gesündere Alternative zu zugesetztem Fett und Natrium. Andere untersuchen, ob der regelmäßige Konsum von MNG mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht werden kann. Es ist möglich, dass der Konsum von MNG bei manchen Menschen Kopfschmerzen, Brustschmerzen oder Herzrasen verursacht.
Für die meisten scheint ein mäßiger Verzehr dieses Stoffs jedoch ein sicherer Weg zu sein, um das Leben schmackhafter zu machen. Welchen Einfluss hat die Geschichte auf die Lebensmittel, die wir essen? In diesem Video tauchst du in die jahrhundertealte Tradition des Tees ein und erlebst, wie er sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. Außerdem kannst du in diesem Video die faszinierende Geschichte der Schokolade seit ihren Ursprüngen in Mesoamerika verfolgen.